Ach, guck mal, ist es nicht schön, der tolle Blick da? Unglaublich, Ah, oder? ja. Mehr als 2 Millionen Deutsche kreuzen Jahr für Jahr auf den Ozeanen herum. Ich habe sie alle gesehen hinter uns und es werden immer mehr auf dem Meer. Das Geschäft mit Kreuzfahrten boomt und boomt und ständig werden neue Schiffe in Dienst gestellt. Ja, doch ist das noch Traumurlaub oder sollte man vielleicht lieber nicht an Bord gehen? Die Stiftung Warentest war auf großer Fahrt. Cocktail stimmt noch. 2 Wochen Karibikkreuzfahrt mit Vollpension für 1.500 Euro. Flugreise aus Deutschland, Transfers und Trinkgelder an Bord schon inbegriffen. Wie ist das möglich, wo doch allein der Flug aus Deutschland kaum unter 700 Euro kostet? Haben die Ferien in der Sonne versteckte Schattenseiten? Wo wird gespart? Bei der Sicherheit der Passagiere, beim Umweltschutz, bei den Arbeitskräften an Bord? Stiftung Warentest hat Kreuzfahrten von Reedereien mit Billigangeboten untersucht. Die Reedereien, die wir untersucht haben, die halten sich an gesetzliche Regelungen. Die sind aber oft lasch und ich muss sagen, die Reedereien könnten da deutlich mehr tun. Im Test Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz auf 12 Schiffen der Reedereien AIDA Cruises, Costa Crociere, MSC Kreuzfahrten und TUI Cruises. Erste Prüfung, wie steht es um die Sicherheit der Passagiere? Für diese Prüfung haben die Warentest-Expertenteams zusammengestellt und auf alle 12 Schiffe geschickt. Da waren Kapitäne dabei, aber auch Schiffsbetriebstechniker, da waren Wirtschaftsingenieure für Seeverkehr dabei, Schiffsbauer, also eine breite Palette von Menschen, die sich wirklich gut auskennen. Die Experten haben alle Sicherheitseinrichtungen an Bord der Schiffe untersucht. Dazu gehören Rettungsboote und Rettungsinseln, aber auch Notfallpläne und ihre Durchführung. Wir haben die Crews zum Beispiel Feuer- und Wassereinbruchübungen machen lassen. Wir haben eben diese Evakuierungsübungen beobachtet. Wir haben uns aber auch angeschaut, wie sieht es mit der Sicherheit von Relings aus? Wie ist die Sicherheit der Passagiere am Pool? Wie sind die Fluchtwege frei und sind genügend Rettungsmittel für alle da und sind die auch in einem vernünftigen Zustand? Ergebnis der Prüfung: Die Sicherheitsvorkehrungen auf den Schiffen sind in Ordnung. Im Prüfpunkt Sicherheit gibt es daher gute Noten für alle 12 Schiffe im Test. Auch Teil des Sicherheitschecks die medizinische Versorgung an Bord. Auch hier gibt es keine Mängel, doch im Krankheitsfall muss man mit hohen Kosten rechnen. Der Besuch beim Bordarzt ist kostenpflichtig. Insbesondere ist es aber teuer, wenn man, wenn es wirklich zum Notfall kommt, wenn man dann ausgeflogen werden muss oder ausgebootet werden muss, weil die Versorgung an Bord nicht ausreicht. Und dafür empfehlen wir auf jeden Fall, dass man eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließt, vor der Kreuzfahrt natürlich, die solche Fälle auch abdeckt. Zweite Prüfung. Was tun die Reedereien für den Umweltschutz? Größtes Umweltproblem: Alle Kreuzfahrtschiffe im Test fahren mit Schweröl. Schweröl ist ein besonders schmutziger Treibstoff. Beim Verbrennen von Schweröl entstehen einfach Unmengen an Schwefeldioxid, Stickoxide und auch Ruß. Und das ist natürlich alles sehr umwelt- und auch gesundheitsschädlich. Die Schiffe können auch mit dem besseren Schiffsdiesel fahren. Der ist aber teurer und wird daher nur genutzt, wo es vorgeschrieben ist. Zum Beispiel in der Nord- und Ostsee, aber nicht in der Karibik. Auch das Filtern der schmutzigen Abgase ist möglich, aber nicht alle Schiffe haben die notwendige Technik. Einige Schiffe haben zum Beispiel mehrere Filter an Bord, um zum Beispiel Schwefeldioxid zu reduzieren, aber auch Stickoxide. Andere Schiffe, sogar neuere, haben keinen einzigen Filter an Bord. Beim Umweltschutz sind 8 von 12 Schiffen im Test gerade mal ausreichend. 4 Schiffe sind immerhin befriedigend. Dritte Prüfung: Wie geht es den Menschen, die auf den Schiffen arbeiten? Wie sind die Arbeitsbedingungen an Bord? Die Tester haben beim Personal eine Art Zweiklassengesellschaft vorgefunden. Wir haben die höher qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zum Beispiel die Offiziere, den Kapitän oder Chef des Hotelbetriebs. Das sind häufig Europäer und sie haben eher kurze Arbeitsverträge, die sind dann so 3 Monate an Bord und verdienen auch gut, haben Anspruch auf Sozialleistungen. Und dann haben wir den großen Teil der restlichen Besatzung, die sind zuständig für den Hotelbetrieb, zum Beispiel Zimmermädchen oder auch die Deckhilfen. Und die haben ganz andere Verträge, also die sind so 9 bis 11 Monate an Bord, verdienen deutlich weniger und sie haben auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen.
Servicekräfte arbeiten 12 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, 9 Monate am Stück. Stundenlohn zwischen 2,50 Euro und 4,50 Euro. Dazu oft ein Leben unter Deck, fernab der Sonne. Bei den Arbeitsbedingungen gibt es kaum Unterschiede zwischen den 4 Reedereien im Test. Testurteil daher ausreichend für alle 4. Fazit: Billige Kreuzfahrten gehen auf Kosten der Umwelt und der Arbeitskräfte an Bord. Die Reedereien könnten unter Deck einiges verbessern.